So, Audio läuft. Es schlägt aus, sowohl Desktop-Audio als auch Mikrofon-Audio. Beides schlägt aus, wir haben Ton. Und damit herzlich willkommen zurück zu Binding of Isaac nach Folge 66. Ja. Wo wir The Beast kennengelernt haben, aber The Beast noch nicht besiegt haben. Denn das haben wir mit Azazel gespielt und das haben wir im Victory Lab gemacht. Und dann habe ich das Victory Lab falsch gespielt. Ich hätte das Victory Lab, bis zu, ja, hier Darkroom spielen müssen. Sei es drum. Sei es drum. Wir begeben uns jetzt nochmal zu The Beast mit Azazel. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Außerdem haben wir in der letzten Runde das sogenannte Planetarium freigeschaltet. Ich weiß nicht, was das ist, aber es muss irgendwas Spielinternes sein. Es ist kein Item, weil es hieß nicht dort, es hieß nichts von Appeared in the Basement. Und wenn es ein Item ist, dann steht dort Appeared in the Basement. Ne? Deswegen, yo, gehe ich mal davon aus. Huch! Dass diese dumme Mod schon wieder an ist. Mod macht dich... Oh Gott, wo war denn das Mod-Menü? Wie kam ich denn ins Mod-Menü? Wie kam ich denn ins Mod-Menü? Ich habe vergessen, wie man ins Mod-Menü kommt. Das ist sehr stabil. Moment. Die wird anscheinend wird die immer automatisch... Ach so, mache ich das. Ja, klar. Die wird anscheinend immer automatisch neu aktiviert. Wenn ich mir das so angucke. Okay. Ich denke, ich werde es... Es hat jetzt keiner sich beschwert bei der Mod, ne? Ich denke, ich werde es wirklich so machen, dass wir die... Wow. Sind das Verschiebefässer? Schade. Na, da... Da denke ich einmal an Verschiebefässer und dann sind es keine. Aber dann muss ich hier auf jeden Fall einmal sprengen. Ich wollte gerade sagen, ich sollte näher an der Wand sprengen. Hier könnte was sein. Und da ist tatsächlich was. Sehr schön. Oh, das ist auch cool. Das gibt mir jeden Raum einen anderen Spritzeneffekt, wenn ich mich richtig entsinne. So, jetzt sprengen wir mal hier. Denn die können ja auch Trinkets droppen. Wobei ich jetzt eigentlich gerade ein recht cooles Trinket habe. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich jeden Raum ein Trinket, einen Spritzeneffekt ist oder ob es eine Wahrscheinlichkeit dafür gibt. Kann ich jetzt so spontan nicht sagen. So, jetzt hoffen wir machen die... Okay, alles klar. Jetzt müssen wir natürlich jeden Stein sprengen, denn darunter könnte sich ja ein Basement... Ach Quatsch, ein Basement. Ein Crawl Space befinden. So, vielleicht kriegen wir auch noch... Achso, Moment mal. Dann kann ich ja natürlich hier auch noch sprengen. Oder auch nicht. Achso, das war schon der Dings da oben. Okay. Das war schon der Dings da oben. Gut, dann haben wir aber noch gar nicht den Itemraum gefunden. Da ist er. Dann nehmen wir den doch auch gleich noch mit. Eventuell noch eine Münze. Haben wir sogar schon 18 Münzen. Jetzt können wir uns eigentlich das... das Dings kaufen. Spiel? Keine Rückmeldung? Spiel? Spiel hängt. Isaac ist abgestürzt. Was? Why? Ja, ich kann es nur schließen. Ich kann es nur schließen. Es hängt komplett. Und schließe ich es halt, ne? Wird schon kontinuieren dürfen. Ja, Isaac reagiert nicht. Habe ich auch gemerkt. So, wieder sehen. Ja, probieren wir es doch einfach nochmal.
Also manchmal, was war das denn jetzt? Das hatte ich ja noch nie. Das hatte ich so ja noch nie. Also, dass es mir mal am Anfang abgeschmiert ist, das hatte ich schon mal. Aber das hatte ich noch nie. Okay, ich kann continuen. Sehr schön. Hier! Wieso hat denn der den Rest nicht gespeichert? Was ist das denn? Aber ist das jetzt genau das Gleiche? Oder ändert sich jetzt alles? Nee, weil der Seed bleibt ja, ne? Der Seed, man spielt ja auf dem Seed und der Seed ist ja. Ja, okay, es bleibt alles gleich. Lol, das ist jetzt fast ein bisschen cheaten, weil ich weiß, was kommt. Aber ich meine, ich mache alles genau gleich wie vorhin. Aber müsste der nicht eigentlich die Räume zwischenspeichern, so? Keine Ahnung. Also, ich meine, ne? Oh, das, ja, okay. Da wollte ich diesmal gar nicht ran, aber dann haben wir das jetzt auch gleich aufgemacht. Dann ist das auch in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ja, aber also, ne? Und ja, ich weiß, jetzt werde ich dir sagen, du hättest ja den blauen Stein hier mit der goldenen Bombe sprengen können. Aber habe ich ja vorhin auch nicht gemacht, also will ich das schon richtig machen, ne? Aber vorhin haben wir hier nicht gesprengt, fällt mir gerade ein. Da könnten wir auch noch reingehen. Ihn hier kann man auch noch sprengen. Oh, toll. Jo, 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 jo. Chill mal. Können wir uns eigentlich auch den Kollegen hier holen? Ich weiß, das erhöht die Dings auf Damage, auf Challenge-Gegner, aber ist ja egal. Ich meine, sie sollen kommen. Ich habe ja jetzt mehr Damage, das passt schon. Die sollen ruhig kommen, die Damage, na, hier Challenge-Gegner! So, alles wie vorhin auch. Vielleicht diesmal ohne, dass wir hier irgendwas sprengen. Ich meine, ich weiß jetzt, dass der Knopf im Prinzip nichts bringt. Wir machen es trotzdem. So, jetzt muss ich den auch noch kaputt machen. Meinetwegen. So. Wahrscheinlich speichert der nur. Wahrscheinlich speichert der nur. Ja, der Speeddown ist nicht so nice, aber ich nehme alles mit an Damage, was ich kriegen kann. Steht hier dort ein GeForce Game Ready Driver ist verfügbar. Aha, interessant. So, wo ist mein anderer Geheimraum? Wenn ich eine goldene Bombe habe, dann will ich den auch schon mitnehmen, ne? So ist nicht. Der muss doch dann hier oder so sein. Oder es gibt einfach keinen weiteren Geheimraum. Fände ich zwar persönlich ein bisschen komisch. Ach, gucke mal. Das ist ja wirklich mal richtig merkwürdig gesetzt. Also nichts für ungut, aber das ist mal wirklich ein extremst merkwürdig gesetzter Geheimraum. Finde ich. Aber gut, was soll's. Ja. Dann ist das so. So, ich will auch die Default-Karte möglichst behalten. Ich weiß mittlerweile, wie man die Tür öffnet. Ihr habt mir ja schon geschrieben, ich sollte doch möglichst einfach mal gucken, wie ich die Tür geöffnet habe in meinem Lab-Run. Und ich habe mir das jetzt auch mal angeschaut. Und nebenbei auch mit HF drüber geschrieben. Und der hat schon so Andeutungen gemacht. Wie von wegen.
Was hat er? Also er hat mich nicht gespoilert in dem Sinne. Er hat halt auch nur geschrieben, ja, guck doch einfach, was die Tür aufgemacht hat. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, es kann ja eigentlich nur was sein, was ich nach der Tür erst bekommen habe, weil vorher ging sie nicht auf und beim Victory Lab, dann ging sie auf und dann hat er so gemeint, ja, was kriegst du denn, was erst nach Devs kommt? Und dann habe ich so überlegt und habe so gedacht, ja, aber wenn ich irgendwas kriege, was erst nach Devs kommt, dann kann es ja eigentlich nur was sein, womit ich noch zur Tür zurückkomme. Also etwas, was ich in Devs bekomme, aber eben normal nicht mehr zur Tür dann hingehe. Und das muss dann... Achso, jetzt wollte ich sagen, ich kann mich mit der Fool ja hier wieder rausporten. Ne, wir behalten der Fool mal. Und das muss dann das Polaroid sein. Oder vielleicht auch das Negative, weiß ich nicht. Aber es muss eine von den beiden Dingern sein, die man bekommt, wenn man Marm besiegt. Also das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Und deswegen braucht man also vermutlich etwas, um aus dem Marm-Kampf wieder rauszukommen. Wobei da HF meinte, ja, aber es gibt wohl auch einen... Da hat er nicht gesagt, wie der Weg aussieht, aber es gibt wohl auch einen Weg, der immer funktioniert, wenn man kein Teleportations-Item dabei hat. Also werden wir uns da nochmal genauer in Devs umgucken. Es muss ja dann in Devs 2 irgendwas kommen, was mir safe hilft, den Marm-Kampf wieder zu verlassen. So weiter, mehr hat er mich auch nicht weiter gespoilert. Was ich noch weiß, ist, dass es da diesen roten Schlüssel dann gibt, den haben wir ja auch gesehen, und der scheint eine besondere Bedeutung zu haben, der rote Schlüssel. Na, den haben wir ja selber gesehen, den roten Schlüssel. Was genau der jetzt für eine Bedeutung hat, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Aber... Ach, das ist dieses komische Baby, was ich selber steuere, ne? Ja, das mag ich ja gar nicht. Naja, vielleicht findet man was zum Opfern, dann kann das Baby wieder wegfliegen. Wobei, gerade macht es ganz gute Dienste. Es ist halt... Also man kann es einsetzen so für den... Okay, cool. Man kann es so einsetzen für den Notfall, aber... Oh, PhD. PhD ist natürlich sehr stabil. Da gehen wir doch direkt rein. Relax. Schade, ich habe auf ein Trinket gehofft. Naja. Ach komm. Wenn wir eh jetzt gute Pillen... Ja, toll. Das ist so die letzte Pille, die ich gebraucht hätte. Oh cool, da haben wir nochmal so ein Viech. Und da kriegen wir noch einen Schlüssel. Schön, schön. Bist du ein Explosionskollege? Nein. Dann machen wir das so. Nice. Okay. Bosskampf. Ja, jedenfalls werde ich also versuchen, mir das Polaroid zu schnappen. Was ist jetzt mit diesem... mit diesem Schlüssel auf sich hat, das weiß ich natürlich nach wie vor nicht, ne? Also mit diesem roten Schlüssel, den es da in dieser Truhe am Schluss gibt. Ich werde einfach mal versuchen, den mitzunehmen. I guess. I don't know. Aber ja, so wird es wohl ablaufen. Und dann werden wir vielleicht in dieser Runde mal etwas mehr freischalten in Richtung Beast. Ich hoffe ja, wir werden sehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich guck kurz, ob hier steintechnisch irgendwas cool ist. Sieht aber nicht so aus. Entschuldigung. Na. Das ist auch nicht cool. So, wie gesagt, der Fool ist mein Weg von Marm raus. Wieder an den Anfang. Wenn ich das Polaroid habe, dann setze ich das Polaroid ein. Und ja, ich habe jetzt, nachdem ich dann eben auf das Polaroid gekommen bin, mir dann auch mal... Oh mein Gott! Da ist einfach ein Champion-Pin. Ich habe mir jetzt auch mal eben die Aufnahme angeschaut und ja, tatsächlich wird da das Bild einfach eingesetzt in dieses Kästchen. Da wäre ich... Also da wäre ich nicht drauf gekommen. Vor allem, weil es halt ein Item ist,
was du ja erst nach der Tür bekommst. Aber es muss jetzt, wie gesagt, irgendwas geben, da werde ich jetzt drauf achten. Es muss irgendwas in Devs 2 passieren, was auf einem normalen Weg dafür sorgen würde, dass ich zurückkomme nach dem Kampf. Auch ohne, dass ich da entsprechend aktiv werde. Ich bin gespannt, was es ist. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Steine gucken, nix. Wow, 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 vorsichtig. Okay, Shop ist immer noch interessant mit 18 Münzen. Langsam könnte auch mal der Dings kommen. Okay, kommt noch nicht. Da ist mein Bleeder-Effekt. Da ist dieses Ding hier wieder, wo ich immer gesagt habe, das ist eine Seife. Das war so ein Spacebar-Item, ne? Sollen wir jetzt einfach mal ausprobieren? Ich will jetzt mal lernen, was dieses Ding macht. Komm, wir nehmen es mal mit. Das heißt Erase the Enemy und es hat eine Aufladung. Also, ich werfe es mal auf einen Gegner drauf. Was ich schon gesehen habe, ist, dass ich es werfen kann. Gut, da ist jetzt kein Gegner. Das ist jetzt ein bisschen suboptimal. Aber ich bin mal gespannt, was das macht. Hier. Ach so. Das besiegt den einfach. Aber jetzt hat sich's nicht aufgeladen. Wir haben doch den Raum geschafft. Jetzt hat sich's nicht aufgeladen. Ja, dann lade ich selber auf. Geht das? Lädt sich das dann? Kann man das dann vielleicht nur... Hä? Okay, ich weiß leider nicht, wie es funktioniert. Und ich werde es jetzt auch nicht nachgucken. Scheinbar lädt es sich nicht mit einem Raum wieder auf. Haben wir jetzt hier eigentlich alles gemacht? Es lädt sich nicht wieder auf. Okay. Ah, hätte ich fast übersehen, siehst du? Den hätte ich fast übersehen. Sehr schön. Das war ein guter Stein. Aber jetzt bin ich verwirrt. Wie lädt sich das Ding auf? Hm. Maybe. Aber das wäre komisch. So, ich meine, es ist vielleicht scheinbar eine Art Insta-Kill-Item, aber vielleicht kann man es nur einmal pro Ebene einsetzen. Aber das wäre halt auch komisch, weil wenn es einfach nur den Gegner killt. Oder vielleicht killt es sogar Bosse, dass man es halt auch bei einem Boss hätte einsetzen können, so wie die Chaos-Card. Vielleicht ist es so ähnlich wie die Chaos-Card, aber dafür gibt es dann zu häufig im Shop, weil das wäre schon krass, wenn man das so oft bekommen könnte. Oh mein Gott, geh weg. Oh, Engelraum, komm. Nice. That's exactly what I wanted. Das war dieser Ausgleich. Irgendwas Engel-Satan-Dingsig. Ich nehme den Kollegen hier mit. Und wir holen uns einen Schlüssel. Teil. Ah, das war dumm. Ich bin zu langsam. Mein Speed ist echt noch ziemlich kacke. Muss man mal zugeben. Aber ist okay. So. Engelschance erhöht. Weiter im Programm. Ah ja, jetzt hat er sich wieder aufgeladen. Interessant. Wenn ich den jetzt auf den werfe... Oh, jetzt habe ich ihn daneben geworfen. Krieg ich den jetzt nochmal? Nein. Okay, wenn ich den verwerfe, habe ich ihn... Okay, also das ist ein Space-Item, was ich gleich wieder hergebe. Gut, wir haben es uns mal angeschaut. Oder ist es dann so... Ich meine, das Ding hieß irgendwas... Eraser? Ist es dann so... Oha. Ist es dann so, dass der vielleicht... Ich muss kurz gucken, ob da irgendwo eine blutige Truhe dabei ist. Nein, dann kann ich alle einfach mal öffnen.
Ist es so, dass der Eraser dann diesen Gegner einfach für die komplette Ebene löscht, sodass der nicht mehr vorkommt? Oder sogar fürs Spiel? Das könnte sein. Aua! Ich hasse Pin. Das wäre denkbar. Wäre irgendwo cool. Muss ich ja mal ehrlich gesagt sagen. So, Geld haben wir genug, wir können wieder in den Shop, aber diesmal wird wahrscheinlich uns jetzt wirklich der Kollege entgegengeworfen werden. Wäre mal wieder an der Zeit. Aber wir haben so viele Bomben, wir können hier mal Pilze sprengen auch. Oh, ich hätte allerdings... Ah, das war dumm, ich hätte so sprengen sollen. Nee. Ja, der war ziemlich wahrscheinlich hier. Was soll's. Cool. Zwei Schlüssel nehmen wir mit. So, was haben wir jetzt hier? Okay. Dieses Ding, wo ich Schlüssel werfen kann, irgendwie blutige Schlüssel, das lassen wir mal schön liegen. Das brauchen wir nicht. Perks. Irgendwas macht Perks, ich habe leider vergessen was. Ich dachte immer, das ist so eine nutzlose Pille, aber die macht irgendwas. Nur, wie gesagt, ich habe leider vergessen, was sie tut. Das ist halt so. Aber es ist krass, dass nicht mal eine Batterie diesen Radiergummi auflädt, ne? Also das muss ja dann schon eben ein gutes Item sein. Deswegen könnte ich mir halt echt denken, dass das wirklich die Gegner einfach für immer löscht. Und deswegen kann man es auch nur einmal pro Ebene einsetzen. Deshalb kann man es auch nur einmal pro Ebene einsetzen. Eben weil es... ja, sonst zu krass ist. Du könntest sonst wahrscheinlich alle Gegner aus dem Spiel löschen. Das wäre vielleicht suboptimal. Wir kommen einfach keine Gegner mehr vor. Das wäre vielleicht nicht so cool. Okay. Dich nehme ich gerne mit. Die Psyfly. Die ist auch cool. Kann coole Dinge. Leider vergessen was, aber sie kann coole Dinge. Ach ja, wenn man nur Ahnung von dem Spiel hätte, ne? Das wäre cool. So, machen wir erstmal Bosskampf. Mit unserer Empress. Weil ich muss ja dann The Fool wieder mitnehmen. Haben wir ja schon gesagt, ich will The Fool mitnehmen, ne? Nice, da ist mein nächster Engelraum und ein HP ab. So gefällt mir das. Gut, dann hätte ich eigentlich die Empress auch hier drin einsetzen sollen können müssen. Oh, Mamma Mia. Heieiei. Wenn ich jetzt... So, passt auf, jetzt folgendes Ding. Wenn ich jetzt rausgehe... Ich weiß nicht, starte ich dann in dem Engelraum wieder? Wenn ich rausgehe, um hier mein Item-Description-Ding... Ich gehe jetzt trotzdem kurz zu Platinum God, weil ich nicht weiß, wo ich wieder starte, wenn ich jetzt rausgehe. Ich muss kurz dieses Mitre nachgucken. Ich weiß zum Glück schon, wie es heißt. So, was tust du, Mitre? Converting Red Heart Drops into Soul Hearts? Klingt gut. Klingt gut. Aber der Halo ist halt auch nice. Halo ist halt auch... Und das andere ist dieses Contract, dass die Viecher kommen, ne? Die Kollegen da, hier, weißt du schon, die vier Reiter. Ich glaube, das ist dieser Contract. Will dir noch mal kurz nachlesen? Problem ist jetzt, ich weiß nicht, wie er heißt. Ich könnte aber mal Contract eingeben. Vielleicht sollte das funktionieren. Okay, bei Contract ist nichts aufgetaucht. Gott, wie heißen die Dinger denn auf Englisch? Irgendwas mit Herbingers? Bingers? Wie? Ah ja, da tatsächlich. Harbinger. Oh ja, gut. Fast. Fast richtig geschrieben. Fast richtig geschrieben.
Aber die helfen mir nicht, um Dings zu werden. Ah, ich weiß nicht. Ich nehme Halo. Bin immer so der Halo-Typ. Oh, jetzt... Eigentlich reicht ein Engel, wenn ich ehrlich bin. Wir wollen jetzt nicht zwei bekämpfen, ne? War mal ganz ehrlich. Ach, jetzt hat er den weggeschossen. Aua! Das Gute ist auch, durch Halo habe ich wieder ein bisschen Speed-Up zurückbekommen. Das ist ganz nützlich. So. Okay, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt so funktioniert hätte, ob ich jetzt den Engelraum wieder bekommen hätte, wenn ich rausgegangen wäre im Engelraum. Das müsste man mal testen. Wenn man es mal testen kann. So, wo ist meine Fool-Karte? Die darf ich nicht vergessen. So, da haben wir noch einen Raum, den machen wir noch kurz mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wir haben ja keine Hektik. Ich glaube nicht, dass das besser ist. Okay, aber jetzt ist alles hier soweit gegessen. Ah, wait, ich habe doch noch Dings eingesammelt, ne? Ich habe doch I Can See Forever eingesetzt. Irgendwo muss noch der andere Geheimraum auftauchen. Den würde ich dann doch noch mitnehmen wollen. Der kann ja nicht, der muss ja irgendwo... Ja, ich wollte gerade sagen... Nee, den haben wir doch schon. Muss ein anderer sein, hier drüben dann. Genau. Ganz am anderen... Okay, alles klar, wir spielen eine Runde. Mit dem Kollegen. Gib mir ein HP ab. Das ist nicht, was ich... Aber besser als der Radiergummi irgendwo, wenn wir mal ehrlich sind. Irgendwo besser als der Radiergummi. So, wir haben ein paar Herzen rumfliegen. Das Problem ist, ich glaube, der greift jetzt mein Dingsherz an, ne? Der wird jetzt als erstes mein Dingsherz mir nehmen. Aber sei es drum. Nee, nimmt er tatsächlich nicht. Sehr gut. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Jetzt würde er wahrscheinlich erst an das andere Herz gehen. Dann können wir hier mal kurz die zwei uns mitnehmen. Wie viel haben wir denn? Wir haben ein paar. Hier haben wir auch noch eins. Sehr schön. Hallo? Träum mich nicht. So, dann haben wir wieder vier Schüsse. Vier Schüsse frei. Eigentlich könnte ich sogar für drei Münzen mal eben dieses Herz hier kaufen. Und dann wieder drei Schüsse frei haben. Ah, es ist aber schon eine ziemlich widerspenstige Maschine. Muss man mal so sagen. Aber macht nichts. Ich meine, wir bekommen dadurch Geld. Und wir haben ja auch was Cooles hier dabei. Könnte eigentlich auch so machen. Und auf Herzen hoffen. Oh, beziehungsweise auf Pillen. Der droppt ja auch Pillen. Und der droppt ja auf Pretty Flies, ne? Jo, das. Wow. Okay, es ist gerade nicht sonderlich gnädig. Wir haben noch ein paar Herzen rumfliegen. Ich gehe noch mal kurz los. Dann würde ich, bevor wir den einsetzen, würde ich erst ein bisschen in die nächsten Shops reingehen noch, ne? Bevor wir hier das Geld hergeben. Ich dachte, der droppt jetzt vielleicht schnell Herzen, aber... hat er jetzt nicht so gefühlt, das Herzen zu droppen. Okay, jetzt haben wir noch ein halbes Herz rumfliegen. Aber wir haben ja eh erst die blauen und die schwarzen Herzen, das heißt... Das ist alles gar kein Thema. Die
Zwei können wir jetzt auf jeden Fall uns noch gönnen, die zwei roten Herzen wegzumachen. Okay, bis 40 setze ich mein Dings ein. Jo. Das war ja frech. Oh, nochmal zwei Möglichkeiten. Und nochmal ein halbes Herz. Jetzt haben wir nochmal mehr Münzen. Okay, na gut, ich höre auf. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. So, The Fool habe ich dabei. Gut, alles easy. Abflug. So, wieder unnötig lange aufgehalten. Macht nichts. Ihr kennt ja meine Spielweise. Hauptsache, das Spiel schmiert nicht wieder ab. Das war sehr, sehr merkwürdig. Und vor allem das alles nur, weil... Oh, wäre hier nochmal ein Herz gewesen eigentlich? Nein. Und das alles nur, weil ich mich wieder daran erinnert habe, dass ich ja noch einen Geheimraum hatte. Sonst hätten wir das jetzt alles nicht bekommen. Oh, hier sind auch nochmal. Ja, dann gehe ich nochmal kurz... Achso, nee, gehe ich nicht, weil wir haben es kaputt gemacht. Ich gehe nochmal kurz los, wollte ich sagen. So. Devs 1. Oder Nekropolis. Devs tatsächlich. Okay, du könntest ein HP abgeben, wenn du gnädig bist. Ja, das ist so ähnlich. Das nehmen wir gleich mit, weil das wird eh nicht verschwinden, das rote Herz. Das passt, das ist so in Ordnung. So oft werde ich nicht getroffen, dass es an meine roten Herzen geht. Da müsste ich schon sehr schlecht spielen. Ich werde vielleicht einmal getroffen oder zweimal oder so, aber nicht viel öfter. Die Experimental Pill kannst du liegen lassen. Oder ist jetzt ein Würfelraum, aber ich würde sagen, da gehen wir gar nicht erst rein. Das ist, muss jetzt nicht sein. Das muss jetzt auch nicht sein. Ach komm, Mom. You serious? Wie viele von dir? Wow, eine Hand. Nice. So, aber hier springen wir mal ein bisschen, denn das könnten schöne schwarze Herzen bringen. Oder auch Karten. Oder auch Runen. Zum Beispiel Chalos. Hatten wir irgendwo was mit viel Steinen? Schon bisher? Boah. Wir behalten mal Chalos. Ich denke dran, dass ich The Fool hier noch liegen habe. Keine Sorge. Ich vergesse The Fool nicht. Schließlich ist das im Moment meine Karte, mit der ich sicher aus dem Marmkampf wieder rauskomme. Die werde ich nicht vergessen. Keine Panik. Ganz so doof bin ich dann auch nicht. Gib mir das. All Stats up und hier ist jetzt so viel Zeug, dass wir eigentlich Chalos mal einsetzen könnten. Boah, das war dann das. Ich habe halt auf den Qual Space gehofft, für alle, die sich wundern, warum ich das gemacht habe, obwohl da kein blauer Stein dabei war. So, Shop. Kommt zu Papa. Nein, das war eigentlich nicht, was ich wollte. Das wollte ich eigentlich, aber es ist okay. So. Gut, das war die Geschichte. Das war die Geschichte. Da ist schon der Bosskampf. Dann machen wir den gleich mal. Dann haben wir das weg. Vorher holen wir uns noch den Geheimraum.
den Geheimraum. Ah, hier ist er auch. Nee, ja, dann ist er woanders. Ups. Oh, jetzt kommt ein Satan-Deal. Na gut, da gehen wir natürlich rein, denn wir haben ja einige rote Herzen. Jetzt gehen wir da natürlich rein, das ist ganz klar. Guppy. Irgendwas und irgendwas. Soll ich das Guppy-Ding? Das Guppy ist halt jetzt so dieser halbe Rebirth für ein rotes Herz. Ja, komm, why not? Ganz ehrlich, why not? Ich meine, das andere sind, ich glaube, Spektraltränen. Okay, hier testen wir es jetzt. Hier testen wir jetzt, was passiert, wenn ich exite. Wenn ich meine Mod anmache. Und wenn ich continue. Bin ich dann im Deal? Okay, dann wäre ich vorhin theoretisch auch im Dings gewesen. So, Guppy's Color, wissen wir, was es macht. Und das sind Spektraltränen. Genau, Spektraltränen und Flug. Da ich Brimstone habe, völlig useless. Gut, ich würde Guppy mitnehmen. Wenn wir schon reingehen, nehmen wir eins mit. So, und jetzt gehe ich aber wieder raus. Mach die Mod wieder aus. Ja, ich glaube, das ist schneller als... Das ist insgesamt schneller als, genau. Ach so, und der speichert wahrscheinlich in dem Moment, wo ich rausgehe. Da speichert er den Fortschritt. Und deswegen hat es vorhin den Fortschritt nicht gespeichert, weil es einfach abgeschmiert ist, bevor ich ins Menü gehen konnte. Ist das so irgendwie in dem Fall gewesen? Wahrscheinlich ja. Wenn man irgendwie regulär das Spiel verlässt, dann speichert er es wahrscheinlich. Na, auch wenn man das Spiel schließt. Aber dadurch, dass es abgeschmiert ist, hat es dann den Speicherstand irgendwie verloren. Keine Ahnung. Ist nur eine Theorie. Ich weiß doch auch nicht. Komm, wir haben so viele Bomben, wir holen uns noch den anderen Geheimraum. Der kann ja eigentlich nur da sein. Der führt dann in den Würfelraum rein. Sehe ich das richtig? Kann ich dann jetzt ohne Schlüssel mich in den... Also ohne zwei Schlüssel zu opfern in den Würfelraum begeben? Interesting. Okay. Was macht die 6? Das, ich glaube, das muss ich jetzt aber auch in Dings nachgucken, ne? Das muss ich jetzt aber auch in Dings nachgucken. Reroll all of your items and all of the pickups on the floor. Ah ja, ja, nee. Ich bin mit meinen Items recht zufrieden. Ich habe da ein bisschen Angst, wenn ich jetzt alles rerolle. Das ist genau, was ich nicht möchte. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. So. Könnte zwar eine insane Kombination geben am Ende, aber wie gesagt, das wollen wir nicht. Und das weiße Herz haben wir eh mitgenommen. Das heißt, wir kriegen jetzt unser HP ab wieder zurück, was wir gerade hergegeben haben. Dafür haben wir ein Guppy-Item dabei. Ist doch ganz nett. So, jetzt kommt diese Geschichte hier. Und da muss das Polaroid rein. So. Soweit habe ich es verstanden. Um ans Polaroid zu kommen, müssen wir jetzt auf dieser Ebene irgendwas bekommen, was dafür sorgt, dass wir den Marmkampf wieder verlassen können, selbst wenn wir sowas wie The Fool etc. nicht dabei haben. Irgendwas muss es hier also geben. Da muss ich jetzt mich jetzt mal ganz genau umgucken. Es muss hier irgendwas geben, was es hier sozusagen immer gibt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob ich das rausfinde, was das ist von selbst. Weil das, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass es was gibt, aber ich weiß noch nicht, was. HF meinte halt nur so, ich habe es schon mehrmals übersehen. Also ich habe es schon mehrmals gesehen, aber scheinbar übersehen. Oder mir nichts dabei gedacht oder keine Ahnung. Waren halt immer so kryptische Andeutungen, weil ich wollte ja auch nicht zu sehr gespoilert werden. Aus Gründen. Oh Gott, Pin, geh weg. Du kannst mich mal. Oh, da ist mein Itemraum. Da
Da ist ein Shop. Alles auf einem Schlag. Okay, aber diesmal fürchte ich... Diesmal fürchte ich, werden wir hier im Shop nur einen Kampf bekommen. Nicht mal, okay. Für den Fall, dass wir später brauchen sollten, nehme ich es mit. Ach, man weiß es nicht so genau. Aber für den Fall nehmen wir es mal mit. Im Moment brauche ich es nicht, ne, weil im Moment habe ich kein nützliches entsprechendes Item. Aber für den Fall nehmen wir es mal mit. So, das ist ja auch kein nützliches Item. Was heißt kein nützliches? Es ist schon cool. Es ist schon cool. Will ja gar nichts dagegen sagen, gegen das Item. Aber gerade jetzt, wenn ich mit Dings... Oh, okay, das nehme ich jetzt aber wirklich mit, anstatt der Spritze. Das ist ein konstantes Damage-Up. Okay, und jetzt sind wir schon hier. Also bisher habe ich nichts gefunden. Bisher habe ich absolut nichts gefunden. Okay, ja, alles klar. Wir gehen nochmal hier in die Runde. Und es muss ja, wie gesagt, was sein, was man immer... Oh, lol, okay. Es muss ja, wie gesagt, was sein, was man immer bekommen kann. Also immer, immer. Also bisher habe ich nichts gefunden in die Richtung. Also es muss auch was sein, wo man, sage ich jetzt mal, nicht erst, keine Ahnung, Geld dafür hergeben muss oder so, sondern es muss einfach... Es muss einfach spawnen. Oder vielleicht muss es auch nicht einfach spawnen. Ich weiß es ja nicht. Okay, wir müssen uns das Sun merken. Das Sun muss ich mir hier später wiederholen. Aber im Moment brauche ich The Fool, weil ich habe noch nicht die Alternative. Ja? Ach so, dann muss ich ja meinen Curved Horn nachher wieder hergeben. Weil ich ja... Ach Quatsch, ey. Puller, heute ist ja kein Twinket. Ich bin dumm. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Alles gut. Don't listen to me. Just talking bullshit. Aua. So. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Bisher ist immer noch nichts aufgetaucht, wovon ich denke, dass es mir helfen würde. Also wir bekommen coole Sachen. Don't get me wrong. Kann ich einfach einsetzen, ne? Don't get me wrong, aber bisher wüsste ich nicht, was jetzt dieses ominöse Item sein soll. Was mir hier böse weiterhilft. Sehe ich bisher einfach nicht, dieses ominöse, mysteriöse Item. Oder es muss ja kein Item sein, aber... Und es wurde mir immer gesagt, bisher habe ich es jedes Mal übersehen. Das ist jetzt der letzte Raum. Das ist jetzt der letzte Raum. Ich habe jetzt alles in der Map gesehen. Also bis auf das Ding da unten, aber das ist, da komme ich halt nicht rein. Das ist zu. Ich habe den anderen... Nee, ich habe sogar alle Geheimräume gesehen. Nee, ich habe nicht alle Geheimräume... Doch, ich habe alle Geheimräume gesehen. Ja, aber was ist es denn? Hä? Was ist denn jetzt hier anders? Was mir angeblich aus dem Marmkampf wieder raushilft. Weil die Aussage war, wenn ich bei Marm bin, ist es zu spät. Ich meine, ich habe The Fool, ich komme wieder zurück. So ist es nicht. Aber hätte ich jetzt The Fool halt nicht.
Hätte ich jetzt The Fool halt nicht, müsste es doch irgendeinen Weg geben, wieder zurückzukommen. So, das verstehe ich nicht. Ich meine, ich gehe jetzt rein und ich besiege sie jetzt. Gar kein Problem. Und ich nehme das Polaroid und ich porte mich raus. Aber ich habe jetzt halt nicht den kommenden Weg gefunden. Ich kann hier auch nicht so eine Tür wieder aufsprengen, weil das sind ja alles ihre Türen. Ich bin ja auch hier ist ja auch schon zu spät jetzt, ne? So, ich nehme jetzt vorsichtig das Polaroid, lass mich... Oh Gott, ich will da nicht reingezogen werden. Okay, alles gut. Und jetzt machen wir The Fool und gehen raus. Und jetzt kann ich das aufmachen. Tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Aber was wäre jetzt der normale Weg gewesen? Von dem mir berichtet wurde. Das verstehe ich ja nicht. So, und hier muss ich jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, hier muss ich einfach nur zum Boss kommen und es ist nicht mal ein Bosskampf, sondern ich kriege ja dann dort dieses Death Note. Jo, es klingt fast wie Death Note. Fällt mir jetzt erst auf. Das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich ziemlich cool, dass das wie Death Note klingt. Obwohl es Death Note ist. Aber es gibt, glaube ich, trotzdem noch einen Itemraum, ne? Ich glaube, den gibt es trotzdem noch. Also gehen wir schon noch Itemraum aufsuchen. So, da kann ich einfach mal reingehen. Na, da ist der Tower fast nützlicher als Magician in meinem Fall. Was will ich bei Brimstone mit Magician, mit so einem kleinen Brimstone vor allem? So, wir nähern uns dem Itemraum. Wir haben ja den Kompass. Aber ich will sowieso alles ablaufen. Ja, ihr kennt das. Gerade als Assassin läuft man halt auch wirklich alles ab. Also ich meine, da kann man so viel mitnehmen. Yo! Wobei, das ist jetzt wieder dieses, dass sich alles ausgeglichen wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt will. Bin ich jetzt ganz ehrlich, eigentlich will ich jetzt nicht alles ausgeglichen haben. Nee, du bleibst mal hier, wo du bist. Jetzt testen wir mal kurz wieder eine Geschichte. Ich habe den Raum jetzt geklärt. Ich will jetzt rausfinden, was das für ein Item ist. Ich gehe raus. Ich aktiviere die Mod. Hallo. Hallo. Jetzt. Ich gehe auf Continue. Der Raum ist geklärt. Ich gehe in die Nähe von dem Item. Ich finde raus. Plus 3 Soul Hearts. Ach! Ich dachte, das ist das... Yo, gut, dass ich nachgucke. Das ist einfach der Wafer-Effekt. Ich bin dumm. Sorry. Ich bin komplett dumm. Das ist einfach der Wafer-Effekt. Ich habe gedacht, das ist... Ich denke immer, dieses Symbol ist, dass das ausgeglichen sein soll. Aber es ist gar nicht das Ausgeglichene. Also, dass die Stats balanciert werden. Ich denke mal, dass es das ist. Das ist es gar nicht. Komplett lost. Ja, da würde ich das Fragezeichen mal mitnehmen. Hourglass. Ja, ich meine, why not? Das ist jetzt irgendwie gefährlich. Der kann mir doch gar nichts. Ja, der kann mir auch nichts. Shoppy! Ah, irgendwann musste er ja noch kommen. Alles gut. Irgendwann musste er ja noch kommen. So. Dann sind wir jetzt auf dem Weg zum Boss. Ja, hier ist ein Boss. Okay, na gut. Noch mehr Räume brauchen wir jetzt aber dann trotzdem auch nicht. Also jetzt nochmal zurücklaufen werde ich jetzt auch nicht, ne? Die kleinen Räume, die uns... Wow, was machst du? Was bist du denn?
Du machst komische Dinge, hör mal auf damit. Mit dir möchte ich nichts zu tun haben, wenn ich nicht gerade Azazel bin. Hilfe. Oh, hier gibt's den Kollegen. Wie war das? Ein paar davon muss ich ja kaputt machen mal, ne? Sollen wir es mal wagen? Versuchen, die zu sprengen. Mal gucken, was passiert. Ah, ich habe gehofft, der sprengt sich selber dann auch so ein bisschen mit. Wie oft muss man den sprengen, dass der loslegt? Na, scheiße. Nummer 3. Immer noch nicht. Nummer 4. Nummer 5. Immer noch nicht. Nummer 6. Jo, wie viele Leben haben die bitte? 7. Acht. Ja, die gehen nicht kaputt. 9. Der geht nicht kaputt. 10. Ach, ich habe zweimal nicht getroffen, ne? Weil ich Dings gemacht habe. Weil ich ihm eine Bombe in dem Moment gegeben habe. Das ist natürlich dumm gewesen von mir. Ja, aber der geht nicht kaputt. Nein, jetzt habe ich schon wieder dem was gegeben. Oder setze ich das zurück in dem Moment, wo ich ihm was gebe? Das will ich natürlich nicht. Das wäre nicht so klug. Der geht nicht kaputt, ne? Der hat absolut keinen Bock, kaputt zu gehen. Ich meine, ich verstehe es. Hätte ich auch nicht. Aber scheinbar geht da nichts. Nee. Also keine Ahnung, was ich falsch mache. Oder wie viele Bomben die brauchen, um mal drauf zu gehen. Aber der hat ein sehr langes Leben. Ja, keine Ahnung. Also so mache ich den jedenfalls nicht kaputt, scheinbar. Ja, das war dann meine Bombe. Ich hab's versucht. I tried. So, hier ist Dead's Note. Ab dafür. Nun passieren Dinge. Und diesmal passieren sie regulär. Get over it. Getting over it. Neuer Itemraum. Ist der an der gleichen Stelle? Ja, muss ja, ne? Nee, Quatsch. Ist an einer ganz anderen Stelle. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ach so, nee, ich will noch nicht zurück. Ich will in meinen Itemraum. Find's wohl, mich hier nicht in meinen Itemraum zu lassen, Kollege. So. Hä? Ach so. Verstehe ich das jetzt richtig? Man geht die alten Räume ab. Das heißt, die Itemräume, die man schon angeschaut hat, sind die gleichen. Ich kriege jetzt überhaupt keine neuen Items mehr. Verstehe ich das gerade richtig? Oh, aber interessant, dass das Ding wieder da ist. Oh, hier kriege ich ein neues Item. Okay. Stabil. Aber hier nicht, ne? Weil ich in Devs 2 mein Item mir schon geholt habe. Sehr interessant. Sehr interessant. Äußerst interessant. Kann man dann überhaupt nochmal... Achso, die Räume werden jetzt nach oben ja länger, ne? Jetzt sind die Räume hier im Moment wieder kürzer. Genau. Kann man dann jetzt hier überhaupt nochmal irgendwas... Also gut, vielleicht wenn so Kisten droppen, dass man dann was Cooles bekommen kann. Dann ist es jetzt sinnvoll, die Räume noch abzulaufen oder nicht? Das ist meine Frage, die ich mir gerade stelle. Ich laufe lieber mal alle... Solange die Ebenen noch klein sind, laufe ich lieber mal alle Räume ab. Solange die Ebenen noch klein sind, machen wir das mal so. Naja, die
Shut up, man! Shut up! Just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Die sind neu aufgebaut. Na, die sind neu aufgebaut, die Ebenen. Aber es sind sozusagen itemraumtechnisch die klar. Okay. Das heißt, wenn man auf dem Hinweg irgendwelche Items verpasst haben sollte, dann kann man sie sich auf dem Rückweg einfach. Und es ist jetzt ein Item drin. Oh, schade. Dann war es vielleicht Zufall mit dem 8-Ball. Dann war es vielleicht Zufall mit dem 8-Ball. Wir gehen mal noch weiter. Ist nur ein Raum. Okay. Easy. Leider droppen keine blauen Herzen. Ist aber in Ordnung. Kann ich mit leben. Gäbe es jetzt auch wieder Geheimräume? Wenn dann hier? Nee. Okay. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ja, und der Itemraum kommt relativ bald direkt nach dem Bossraum. Also der ist dann immer sehr stark in der Nähe. Gut. Ah, und der geht auch ohne Schlüssel auf. Interessant. Sehr interessant. Jetzt frage ich mich halt hier wieder, ist es jetzt sinnvoll, hier nochmal loszuziehen? Oder ist es eher Quatsch? Und am Ende verliere ich nur mehr, als ich bekomme. Change. Kann ich was changen? Wenn hier irgendwo ein Pedestal-Item wäre, könnte ich es changen. Okay, ich guck mal noch, ob ich... Oh, wir könnten hier ein Pedestal-Item bekommen. Wir könnten hier ein Pedestal-Item bekommen. War die Explosion so groß? Huch, das wollte ich nicht. Upsi. Wir könnten ein Pedestal-Item bekommen. Will ich den... Ja, komm, den Luckfood changen wir mal. Ja, nice. Ja, nice. Das ist auf jeden Fall 3000 Mal besser als der Luckfood. Wir haben ja schon so Sachen wie PhD und so weiter. Mehr Glück brauchen wir gar nicht. Was bist du denn? Okay, cool. Wir hätten jetzt übrigens wieder das Planetarium freigeschaltet. Fun Fact. Weiß ich, ist es sinnvoll, Perks einfach einzusetzen oder muss man das irgendwie... Ja, ne? Wie gesagt, ich weiß leider nicht, was Perks macht. Schon 3000 Mal gelernt, aber ich... Wow! Du bist ja drauf. Alter, ohne Brimstone wäre man hier auch ganz schön... Yo, wie viel Schaden hat der bitte gemacht? Was zur Hölle? Ich hab doch Wafer-Effekt. Ein bisschen Energie bräuchte ich schon noch, ne? So ist nicht... Aber ich kriege keine blauen Herzen mehr. Ja, moin. Da sind meine blauen Herzen. So, hier haben wir auch den Item geholt. Ne? Also brauche ich eigentlich gar nicht nachgucken. Ach, oder es geht auf, weil ich es schon offen hatte. Das kann auch sein. Das könnte auch sein, dass es aufgeht, weil ich es schon offen hatte. Dass man es schon noch aufsperren muss, wenn man noch nicht drin war. Oh nee, nicht schon wieder so ein Viech. Der hat mir vorhin Energie gezogen. Junge, wie viel hältst du aus? So viel. Oh, okay. Die Chance auf ein Item. Die Chance auf ein Item. Bekommen wir ein Item? Yes or no? Schade. Okay, ich könnte auch meine Uhr mal ein bisschen öfter einsetzen. Gerade in so schwierigen Räumen. Dafür habe ich sie ja eigentlich. Basement 2. Eine Ebene noch. Dann geht's wieder nach Hause. Home. Und dann werden wir sehen, ob der rote Schlüssel nochmal kommt oder nicht. Ihr habt ja schon gesagt, und der Aggressor hat geschrieben, es könnte sein, dass ich mir jetzt einiges verbaut habe, wenn dieser Schlüssel nicht mehr auftauchen sollte, weil ich ihn schon im Dings eingesammelt habe.
Aber ich hoffe mal, das Spiel ist so schlau zu merken, was ich im Victory Lab mache und was nicht. Wir werden sehen. Oha! Oha! Wir spielen mal eine Runde. Ich weiß, ich hätte noch mehr Geld einsetzen können vorher, aber ich meine... Ja, ich wollte gerade sagen, so viel Kohle, das Ding geht eh vorher drauf. Das Ding geht eh vorher drauf und dann... Oh, stopp, 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 ja. Yo, alles klar, ist in Ordnung, Spiel. Du willst mich aufhalten, ne? Genau deswegen mache ich das nämlich gerade. Yo! Jetzt wird's kritisch. Was nehme ich denn jetzt mit? Nimm die Uhr mit. Oh, cool. Oh, cool. Very, very nice. Ist schon gut, dass man noch die Räume abläuft, ne? Gerade hier sieht man das jetzt sehr deutlich, dass das sehr wichtig ist, die Räume nochmal abzulaufen. Gerade hier sieht man das jetzt sehr, sehr deutlich. Vorsichtig, vorsichtig, Kettenreaktion, 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 okay, alles cool. Ja, hier waren wir schon drin. Gut. Okay. Letzte Ebene. Letzte Ebene for home, wollte ich sagen. Er ist jetzt weg, der Vater. Er hat keinen Bock mehr. Hä? Huti Plum has appeared in dem... Was habe ich getan? Kann mir jemand erklären, was ich getan habe? Mir soll es recht sein, aber ich weiß nicht, was ich getan... Oh, cool. Aber ich weiß nicht, was ich getan habe. Gut, die Plum has appeared. Okay, cool. Oh, das ist... Och, das ist der... Boah, das ist eine Enttäuschung. Das ist der schlechteste... Der schlechteste Dings, den ich jemals hatte. Was zur Hölle. Was für eine Enttäuschung einfach. Was für eine riesige Enttäuschung einfach. Okay, cool. Immerhin immer ein blaues Herz wieder zurückbekommen. Natürlich feiere ich. Aber ich habe eh 99 Münzen, wo zusammen nicht Geld ein. Was bist du denn? Tannenzapfen-Monster-Sprung-Kollege. Jo, du gehst auch nicht kaputt, ne? Setz gleich meine Uhr ein. Okay, ich setz meine Uhr nicht ein. Okay, Anfang gefunden. Wir gucken noch ein bisschen rum. So viel Zeit muss sein. Ah, nochmal so ein Viech. Der kann auch, glaube ich, nervig sein im Normalfall. Bam! Oh, Karte gedroppt. Judgment! Ja, dann gib mir mal noch ein AP ab. Oder irgendwas anderes Nützliches. Ich habe genug Geld. Geld spielt keine Rolle. Drop nur bitte keine Bombe. Hier. Guter Mann. Guter Mann. Ach, ich habe meine Tour of Hearts vergessen, siehst du? Aber ich habe eh was anderes dabei jetzt. Ja, 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 ich habe meine Tour of Hearts vergessen. Fällt mir auch immer ein, wenn es zu spät ist, ne? Ist aber egal. Ja gut, das kann ich jetzt eh nicht mehr machen. Okay. Ich denke, jetzt haben wir alles gesehen, oder? Nein, einen Raum noch nicht. Da wuseln wir noch fix hin. Den einen Raum wuseln wir noch fix ab.
Aber auf jeden Fall kein Schaden, hier reinzugehen. War jetzt aber auch kein riesiger Gewinn. Nee, also ich check nochmal kurz geheimraumtechnisch, aber das scheint so, dass es hier keine Geheimräume gibt in diesem Modus. Nee. Ich wüsste nicht, wo der sein soll. Ich meine, der könnte noch... Ja, hier könnte noch einer sein. Aber nee. Nee, ist Quatsch wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es Quatsch. Okay. Home. Ich bin gespannt. Wir sind in Home. Jetzt ist natürlich das Problem... Okay, also was immer da kommt, das Achievement kommt. Dann ist das Spiel wohl nicht kaputt. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist aber das Problem, dass ich ja nicht die Uhr mitnehmen kann, weil ich muss vermutlich den Schlüssel ja mitnehmen. Ich weiß nur leider nicht, was der Schlüssel tut. Und dann kann ich den Effekt von der Uhr ja gar nicht nutzen. Soll ich den Schlüssel einfach einsetzen? Ich weiß nicht, was er macht. Ich meine, ich habe 84 Hours Energy. Wenn er was Komisches macht, dann habe ich ihn eingesetzt. Ich kann ihn gar nicht einsetzen. Okay, dann ist er für jetzt wohl noch nicht bestimmt. Dann nehmen wir einfach mal so mit. So. Kann ich ihn jetzt einsetzen? Kann ich irgendwas damit aufsperren? What the fuck? Hallo? You unlocked Azazel? Ich habe Azazel schon? Wait! Ich spiele gerade mit Azazel. Ich habe jetzt irgendwas mit Azazel. Okay. War das der Nutzen für von dem Schlüssel? Kann ich jetzt meine Uhr mitnehmen? I hope so. Ich probiere es einfach. Denn ich würde schon gerne die Uhr hier einsetzen gegen die Bosse. Dogma! Mal schauen, wie der normale Kampf läuft. Oha. Hat er überhaupt den Slow-Effekt? Hat er überhaupt vom Slow-Effekt irgendwas gespürt? Aua! Ah, ich kann den Fernseher auch angreifen. Merke ich gerade. Jo, hier, bitteschön. Was machst du jetzt? Alles klar. Okay, aber man sieht, wohin er schießt. Aua. Okay, das geht soweit eigentlich in Ordnung, würde ich mal sagen. Jetzt kommt der Quatsch. Ich weiß nicht, wie schnell der da... Wow, Kollege. Alles klar. Okay. Okay. So. Das war Dogma. Zeit für eine Runde Mega Harebinger Viecher. Aber das schauen wir uns jetzt nochmal richtig an, weil wir es uns damals nur im Victory Lab angeschaut haben.
Moin. Ich bin leider nicht überrascht, dich zu sehen. Wenn ich jetzt die Uhr einsetze, geht es dann auf alle Gegner, die kommen, oder nur auf den ersten? Ich meine, ich habe ja 48 Hours Energy, von daher ist es wahrscheinlich egal. Okay. Aber ich mag diese Fliege, ne? Die Psyfly, die einfach so viel Schüsse einfach abwehrt. Seht ihr das, wie die einfach die Schüsse abwehrt? Das ist so genial. Oh, ich habe einfach eine Batterie wieder bekommen. Sehr gut. Psyfly beste. Ist der nächste jetzt auch schon geslowed? Der sieht nicht geslowed aus. Oder hält der Slow-Effekt nur eine Zeit lang? Ah, ich glaube, der Slow-Effekt hält bei der Uhr nur eine Zeit lang an, ne? Ja! Das war das. Ich hab's vergessen. Der Slow-Effekt hält nur eine Zeit lang bei der Uhr an. Ja, nevermind. Ja, wie sollen jetzt da durch... Hallo? Wie sollen jetzt da durchkommen, Kollege? Aua. Ah, jetzt geht's wieder auf. Ach, komm schon. Oh, da hinten war... Okay, da hinten hört die Welt, einfach auf. Ich wollte da noch ein bisschen weiter. Nach links ging nicht. Da war die Wand zu Ende. So, das war er hier. Das war nicht, was ich wollte. Was ist die Kugel da? Ah ja! Ah ja! Jo. Gott, es wird so viel abgewehrt einfach von der Dings. Einfach vorher schön Schaden machen. Ja, tschüss. Wo geht er jetzt lang? Da kommt er wieder. Ach, jetzt kam die Kacke, ne? Kann ich die abschießen? Nein, da muss ich einfach nur ausweichen. Okay. Ah, ja, einfach nur ausweichen. So viel dazu. Okay, das war er wohl anscheinend. Nee, das war er. Nee, aua! Das war frech. Kommt jetzt er? Jetzt kommt er. Guck mal. Oh, es war zu bald. Ich treffe ihn noch nicht, oder was? Ah, jetzt. Oh, jetzt sehe ich auch, dass da eine Strecke ist, die man abfliegt. Oha, okay, alles klar. Mhm. Ich verstehe das. Oh, shit, die Batterien sind weg. Ja, moin. Ich habe sie trotzdem bekommen. Ich schätze mal, der macht Brimstone oder sowas. Was macht... Nee, er zieht mich... Er zieht an. Ach so, ich muss so ausweichen. Okay. Ja, I see. Gut, dass meine Fliege hier ist. Boah, gut, dass die Fliege hier ist. Ich verstehe, wie man dem ausweichen soll, aber... Alles klar, er macht doch Brimstone. Ich habe es mir ja schon gedacht, dass er sowas in der Art... Oh, okay, der zieht einfach durch. Da hätte man dann schnell genug wahrscheinlich hochgemusst. Jetzt geht's wieder zurück. Okay, alles klar. Liegen jetzt meine Batterien da irgendwo rum. Im Moment kann ich halt... Das Ding ist, normalerweise könnte man jetzt hier halt voll abschießen, aber ich kann ihn jetzt so nicht wirklich gut abschießen. Okay. Zieht er jetzt wieder ein? Okay. Also dem kann ich ja recht gut ausweichen. Das Problem ist nur, ich muss aufpassen, dass er mich dann nicht mit seinem Brimstone abschießt. Da muss ich böse aufpassen. Jetzt! Kann ich ausweichen? Ich glaube, ja. Jetzt zieht er einfach durch. Okay, cool. Kann er sonst noch was? Jetzt geht's wieder zurück. Ist das alles, was er kann? Dann hätte er ja tatsächlich ein Muster. Jetzt zieht er wieder ein.
Ah, nee, okay, er kann auch Feuer ausspucken in die Richtung. Okay, alles klar. Wo kommt er jetzt raus? Hier drüben. Ach, jetzt geht's in eine Richtung wieder zurück. Okay, alles klar. Ach, ich kann die Steine auch angreifen. Aber das nützt mir wahrscheinlich nicht wirklich viel. Ja, dann ist jetzt hier besser, einfach auszuweichen und ihn dann zu treffen, wenn er halt mal offen ist. Ah! Wo ist mein Roboter eigentlich, der ihn auch abschießen könnte? Ah, der ist bei ihm, der ist genau unter ihm, der ist genau unter ihm, der trifft ihn die ganze Zeit schon. Oh, der macht konstant Schaden. Ach, jetzt geht's die ganze Zeit in eine Richtung, oder was? Bis er down ist, oder wie? Oh, jetzt ist ein Horn kaputt. Das tut mir jetzt aber leid. Das wollte ich nicht. Aber eigentlich wollte ich das schon. Aber mir wäre es lieber, dass der ganze Typ kaputt ist und nicht nur ein Horn. Aua! Aua! Es ist jetzt wirklich nur noch abhauen? Dann muss ich ihn konstant angreifen können jetzt. Aber dafür muss ich nah an ihn ran. War's das? Haben wir unseren ersten... Wir haben unseren ersten Beast-Kampf richtig erledigt. Lil Abaddon freigeschaltet, alles klar. Jo, Beast ist machbar. Also auch mit normalen Charakteren hat man dann ja Tränenschüsse. Dann kommt man sogar schneller an den Rand, ne? Sick. Ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. Schauen wir uns jetzt einmal noch mal richtig an. Nicht nur im Rahmen eines Victory Labs. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fear. Is his shadow in the closet waiting for him? Shame, his worry, pulled from his. Das war, was wir befreit haben. Lighter, wir haben den Schatten befreit. He saw his one true companion alive and well. Wir haben dieses Closet-Ding geöffnet mit dem roten Schlüssel und diesen Schatten befreit. Haben wir dann sowas wie Schatten-Assassin? He saw his own birth and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay, so... Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. Aber das ist eine andere Geschichte. Yo, das ist unser erster Sieg gegen Beast. Aber dann muss ich sagen, Beast ist einfacher als Mother. Was zur Hölle? Zumindest mit Azazel. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen Charakteren ist. Ne? Ist natürlich wahr. Ist natürlich wahr. Azazel ist immer ein sehr einfacher Charakter. Muss man zugeben. Muss man absolut zugeben. Aber so grundsätzlich... Yo. Das ging schon klar. Das ging schon klar. Und ja, ich glaube, am Ende bin ich wirklich der Einzige, der sich über Spoiler aufregt, die er sich selber auferlegt, wenn es euch einfach völlig egal ist. I don't know. Ich habe echt gedacht, so Part 66, ihr sagt so, oh nö, jetzt hast du das Ende schon gesehen und hast es gar nicht richtig erspielt. Aber nö, keiner hat sich beschwert. Okay, ich bin halt bei Spoilern sehr empfindlich, aber das wisst ihr ja schon. Mich hat es halt noch ein bisschen mehr aufgeregt, dass ich mich vor allem gespoilert habe, in der Hoffnung wenigstens dann dieses Ding noch mitzunehmen. Und es halt nicht mal was gebracht hat. Na, dieses, das wisst ihr schon. So, jetzt gehen wir mal zu Azazel. Ist da jetzt was... What? E. E switcht Kästchen zu Kästchen. Hä? Who am I? Isaac Locked. Das sind die Closet-Dinger.
Ich muss jeden Einzelnen, wie ich es gesagt habe, ich muss jeden Einzelnen befreien. Und Azazel haben wir jetzt. Moment, aber heißt... Das heißt jetzt ernsthaft... Dass es zu jedem Charakter... Übrigens, jetzt haben wir neben dem Messer das Death Note-Symbol. Das ist das Symbol, das man Beast geschafft hat. Das heißt, dass wir zu jedem Charakter... jetzt einen Schattencharakter haben oder so. Was wird da denn wieder anders sein? Ich schätze, das finden wir beim nächsten Mal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.